Aiwanger, was hat Ihnen bei unserem Batterielabor am besten gefallen? Ja, hier wirklich dieser Praxisbezug, dass hier wirklich auch getestet werden kann und dann trotzdem diese Realdaten auch am Ende in Software münden. Also hier sehr pragmatisch, zukunftsorientiert, das funktioniert. Und bei TWICE insgesamt, was hat Sie da am meisten beeindruckt? Ja, dieser Teamgeist, den ich hier sofort gespürt habe, junge Leute, die anpacken, die hier ein Zukunftsthema entdeckt haben, die es schon erfolgreich besetzt haben, nicht nur ja, schöne Gedanken, schöne Pläne haben, sondern das in kurzer Zeit in die Realität übergeführt haben und eben ein Segment in der Wirtschaft besetzt haben, das auf alle Fälle sehr zukunftsträchtig ist. Elektromobilität, Batterie, Energiespeicher, das sind die Themen, wo sich in Zukunft viel bewegen wird. Die letzte Frage noch. Elektromobilität und erneuerbare Energien sind aus unserem Leben ja einfach nicht mehr wegzudenken. Welche Maßnahmen sind denn auf politischer Ebene geplant, um die Batterietechnologien und auch die Elektrifizierungstechnologien weiter zu etablieren? Ja, es gibt ja diverse Förderprogramme des Bundes und der Länder. Auch der Freistaat Bayern ist ja hier dabei mit Forschungsunterstützung, dass wir zunächst mit Forschung unterstützen, aber auch Anwendungen bis hin dann eben zu Umweltprämien für Elektromobile. Also hier wird momentan politisch durchaus massiv angeschoben und ich hoffe, dass sich dieser Themenbereich weiterhin erfolgreich weiterentwickelt. Und mit dieser Firma ist das gewährleistet.